Vorjahressieger kann man ja gar nicht sagen, aber du bist trotzdem der letzte Champion hier in St. Pölten. Gibt's am Sonntag die Wiederholungstat oder wie ist Stand der Dinge bei dir? Oh, das wird eine ganz, ganz schwierige Nummer. Die Vorbereitungen liefen nicht so optimal. Vor allem konnte ich ein paar Wochen halt nicht schwimmen und konnte ich jetzt zwar wieder schwimmen, aber die Schwimmform ist halt nicht da. Ich spekuliere darauf, dass es mit den anderen ähnlich ging. Radfahren habe ich eine stabile Form und Laufen. Also ich denke, ich werde da nicht hinten rumkrauchen. Als du hier gewonnen hast, was war das für eine Form, die du mitgebracht hast? Oh, das war Höchstform. Da war ich halt die Woche da drauf, in Kraichgau ja auch noch sehr gut drauf und hatte dann aber halt technischen Defekt. Ja, wir haben mal so ein bisschen spekuliert mit dem Rennverlauf, was da vielleicht passieren könnte. Und dass du vor Thomas Steger aus dem Wasser kommst, ich glaube, das ist trotzdem realistisch, haben wir mal jetzt so festgelegt. Dann beim Radfahren trauen wir dir zu, dass du so mit 2 Minuten Vorsprung vor Thomas dann vom Rad steigst. Und dann wird es beim Laufen unserer Meinung nach ziemlich spannend. Ich meine, du hast das Rennen in Regione ja wahrscheinlich mitbekommen, wo Thomas dann eine 1:08 gelaufen ist hinten drauf. Das heißt, wenn man das so replizieren kann auf den Wettkampf hier und da fällt wieder irgendwie so eine Zeit um 1:08, 1:09, ist das dann auch ein Bereich, wo du sagst, so um die 1:10, 1:11, das kriegst du auch noch rausgedrückt? Ja, ich denke schon, so eine 1:10, 1:11 könnte ich schon rausgedrückt bekommen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich mit 2 Minuten Vorsprung vom Rad steige vor dem Thomas. Weil vor 2 Jahren sind wir auch zusammen vom Rad gestiegen. Und da hat er mich dann auch relativ früh, ich glaube nach 4 Kilometer oder so, dann schon überlaufen. Ihm hat dann halt hinten raus ein bisschen die Puste gefehlt. Ich bin gespannt. Ich habe Bock aufs Rennen. Ist auch das erste richtige Rennen seit Hawaii 2019 bei mir. Letztes Jahr habe ich ja nicht wirklich Rennen gemacht und ja, ich hab Bock drauf und wenn ich am Ende sehr zufrieden sein kann mit meiner Leistung, dann kann ich damit leben. So, ja, über 1,5 Jahre ohne Rennen, da ist es eine Zeit, da kann relativ viel passieren. Bei dir ist ungefähr das passiert, dass noch ein Kind dazu gekommen ist, also irgendwie alles anders als vorher. Spürst du sowas wie so eine extra mehr Verantwortung, dass dann eher so mehr Druck auf deinen Schultern lassest und du sagst, jetzt muss ich auch abliefern, ist ja dann auch irgendwie Job und ich muss gucken, dass da was reinkommt. Oder sagst du, nee, das beflügelt mich eher und voller Endorphine stehst du hier an der Startlinie? Also ich denke eher, das beflügelt mich. Also meine Verantwortung meiner Familie gegenüber beflügelt mich. Und ja, ich habe halt Bock da drauf und wie du schon sagtest, mein Sohn ist jetzt ein bisschen über 3 Monate alt und ich habe halt von Anfang an gesagt, dass ich halt auch meiner Freundin erstmal zur Seite stehe, damit wir uns halt so eingrooven, weil es weiß halt keiner, wie das halt so mit dem Neugeborenen ist. Und ich denke, wir machen das schon sehr gut und haben uns gut eingegroovt. Aber ich habe dann auch erstmal den Sport hinten angestellt. Also für mich war auch erstmal wichtig, dass es den beiden auch gut geht und wir auch die Zeit als Familie auch ein bisschen genießen können. Und jetzt halt die letzten 1,5 Monate konnte ich dann auch wieder mehr Gas geben. Habe ja auch dann Mitte April bei dem DTU-Test dann auch, würde ich sagen, eine ganz passable Leistung mit relativ wenig Vorbereitung abgeliefert. Und darauf haben wir dann jetzt die letzten Wochen aufgebaut. So dieses, du hast richtig Bock aufs Rennen. Wie zeigt sich das bei dir? Ich glaube, das kennt gerade jetzt jeder, dass man heiß ist, umso mehr auf Triathlon-Wettkämpfe, die ja jetzt immer mehr stattfinden. Wir waren gerade auch schon am Eventgelände, da sind Tribünen aufgebaut. Also offensichtlich wird dann auch ein Zieleinlauf mit Zuschauern hier passieren. Wie äußert sich das bei dir, dass du merkst, ich habe richtig Bock da drauf? Na, ich wäre nicht hier, wenn ich nicht Bock da drauf hätte. Und ich bin halt jemand, der erst recht spät nervös wird bzw. aufgeregt wird. Meine Freundin, die rennt schon die ganze Woche durch die Bude und ist aufgeregt. Aber ja, wie äußert sich das bei mir? Also ich habe einfach mega Bock da drauf und Spaß auch im Training und merke halt auch, dass das Training leichter von der Hand geht. Und so äußert sich das bei mir.
dann hoffen wir mal, dass sich der Bock am Sonntag auch in Leistung umwandeln lässt und sind gespannt, was dabei rauskommt. Ich glaube, es ist so ein bisschen nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für dich eine Wundertüte am Ende. Und mal gucken, ob es dann zum nächsten Sieg in St. Pölten reicht oder um am Ende eine Leistung zu haben, mit der du einfach zufrieden sein kannst. Ja, das ist ja auch dadurch, dass ja wegen Corona halt die Rennen so wenige Rennen sind, ist halt die Leistungsdichte halt auch nochmal ein Stückchen höher. Und von den, ich weiß gar nicht, wie viel gemeldeten Profiathleten kenne ich halt auch über die Hälfte gar nicht. Da ist sicherlich auch so der ein oder andere, der für eine Überraschung gut ist, dabei. Also wir werden sehen. Also ich bin sehr gespannt. Viel Erfolg. Dankeschön.